Hallo, mein Name ist Kevin. Das ist meine Story. Mein Leben wurde geplagt von tiefer Einsamkeit. Ich fühlte mich oft wie ein Waise. Und so begann ich, diese Einsamkeit zu füllen. Angefangen mit Skaten, hinein in die Ultraszene und angekommen beim Techno. In der Techno-Szene hatte ich das Gefühl gehabt, angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Ich dachte, dass dies der Ort ist, wonach sich mein Herz gesehnt hat. Die Drogen, der Spaß haben, die Partys, all dies hatte Auswirkungen auf mein Leben. Und meine Eltern entschlossen sich, mich rauszuschmeißen. Und so angekommen auf der Straße, dachte ich das erste Mal über mein Leben nach. Und ich sah, dass ich eigentlich nur dieser Einsamkeit entfliehen wollte, von der Realität weg. Doch an diesem Tag, an meinem tiefsten Punkt, lernte ich Jesus kennen, durch einen Einsatz auf der Straße. Doch ich merkte, dass das Vertrauen zu Jesus fehlte. Ich war nicht in der Lage, richtige Beziehungen zu führen. Ich brachte die Dinge nicht in Ordnung. Und so fiel ich wieder in dieses Gefühl, alleine zu sein, wieder zurück in die Drogen, auf der Straße angekommen. Und ich erinnerte mich gut an eine Situation, wo ich zum Spaß haben wegfahren wollte. Doch dort angekommen, plagten mich Suizidgedanken. Und so fuhr ich zurück mit den Gedanken, mein Leben zu beenden. Angekommen am Bahnhof, traf ich einen besoffenen Mann, der auf mich zulief und sagte mir, dir ist vergeben. Dies traf mein Herz, die Güte Gottes. Doch ich schämte mich, vor meinen Gott zu kommen. Ich schämte mich, in die Arme des Vaters zu laufen. Und so entschied ich mich, noch einen schlimmeren Weg zu wählen. Ich entschied mich, eine Droge zu nehmen, wo du eine Nahtodserfahrung bekommst. Doch durch die Gnade Gottes in dieser Nacht an einem Spielplatz traf ich Jugendliche. Und sie erzählten mir, dass sie von einer Gemeinde sind. Dies bewegte mein Herz. Doch ich dachte, ist das jetzt Realität? Meinen die das wirklich ernst? Und so ging ich mit ihnen mit an einen Campingplatz und saß am Lagerfeuer, Tränen flossen. Und ich sah, der Vater möchte mich wieder bei sich zu Hause haben, der Vater im Himmel. Und durch dieses Ereignis entschied ich mich, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ich entschloss mich, nach Bethel zu kommen. In diesem Haus angekommen, lernte ich, dass ich doch nicht alleine bin, dass ich ihm vertrauen kann, dass er da ist, dass es jemanden gibt, der mich bedingungslos liebt, der mich annimmt. Und so darf ich jeden Tag lernen, in deiner Gegenwart zu wandeln. Lernen, auf ihn zu hören und sein Kind zu sein. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du alleine bist, wenn du dich einsam in deinem Herzen fühlst und weggelaufen bist von Jesus und diese Einsamkeit dich erdrückt, und du da rauskommen möchtest, lauf in die Arme des Vaters, denn dein Papa wartet auf dich. Dein Papa wartet dich zu empfangen mit liebevollen Augen. Und er stellt dir nur eine Frage: Liebst du mich?